Dieses Video ist für alle, die das Maximum aus ihrer Abi-Zeit herausholen wollen. Neben mir sitzt Julia. Julia wird ihr Abi voraussichtlich mit einem Schnitt von 0,9 bis 1,0 absolvieren, ist da auf einem sehr, sehr guten Weg gerade. Und Julia hat nicht nur sehr gute Noten im Abi, sondern hat auch viele andere Engagements, Praktika, Nebenjobs und so weiter gemacht, was alles dafür sorgen wird, dass sie wirklich einfach ihre Arbeitszeit perfekt nutzt, um sich später für eine Top-Karriere auszurichten. Moin Julia, schön, dass du dabei bist. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Julia, vielleicht, ich habe jetzt schon ein paar Sachen zu deiner Vorstellung gesagt, vielleicht nochmal so ein bisschen in deinen eigenen Worten, was sind so die Hauptprojekte, die du neben der Schule sonst noch gerade machst? Ja, also ich engagiere mich bei den Jungen Liberalen, da im Orts- und Kreisvorstand bei uns, bei X-Culture. Das ist ein internationales Consulting-Projekt, wenn man so möchte, eben für Schüler und Studenten in dem Sinne. Ja, und dann hatte ich auch noch diverse Nebenjobs oder ein Unternehmen gegründet. Ich glaube, das ist das Grobe. Sehr, sehr cool. Und für dich geht es jetzt nach dem Studium in die wirtschaftliche Richtung. Ja, das genau. Ist natürlich auch so, wie wir uns kennengelernt haben. Wann war so für dich zum ersten Mal klar, hey, ich möchte hier irgendwie mich in diese und jene berufliche Richtung bewegen? Also das war tatsächlich schon relativ früh klar, so mit 14 oder so habe ich mich da eigentlich schon für interessiert. Da war es dann eher Wirtschaftsingenieurwesen und dann eben nach Praktika oder nachdem ich viele Bücher dann eben eigentlich eher über BWL gelesen hatte, wurde dann immer klarer, dass es Wirtschaftswissenschaften oder BWL werden soll. Mhm. Habe dann auch, wenn ich Nachrichten zum Beispiel geguckt habe oder eben gelesen habe, mich immer für die Wirtschaftsnachrichten da interessiert. Okay, und war dieses ganze Engagement, was du neben der Schule gemacht hast, ist es auch so ein bisschen mit einem Hintergedanken gewesen, okay, ich möchte später Karriere machen und dafür ist es vielleicht förderlich? Also war das dann auch so ein bisschen die Motivation dafür? Nee, ich glaube nicht. Also natürlich hatte man das im Hinterkopf. Wenn ich das jetzt halt nicht sagen würde, dann würde ich halt lügen, muss ich sagen. Aber es waren schon immer Dinge, die mich halt interessiert haben. Und dann zum Beispiel, als ich angefangen habe, mich bei den Julis zu engagieren, kam man dann vielleicht auch auf neue Ideen, weil da eben Leute waren, die schon studiert haben. Und das war dann irgendwie so ein bisschen wie so ein Butterfly-Effekt, dass eben da, oder wie so Dominosteine, dass immer alles dann losgetreten wurde, wieder das Nächste. Und das mir einfach auch Spaß gemacht hat. Okay. Wann bist du dann zum ersten Mal irgendwie auf uns aufmerksam geworden und was hat dich dazu bewegt, dich jetzt bei Pumpkin auch fürs Elite-Coaching anzumelden? Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Mhm. Also ich war letzten Sommer in Frankfurt und habe einen Freund oder Bekannten, der an der FS studiert, da beim Sushi-Essen kennengelernt. Und dann hatte ich den eben wegen diverser oder beziehungsweise wegen der Frankfurt School-Bewerbung auch öfters mal gefragt und dann, der war bei euch auch im Coaching und der hatte mir dann euch eben empfohlen, dann hatte ich mir eure Seite angesehen, fand die schon sehr ansprechend von dem, was ihr da eben bietet und hatte dann mich eben bei euch beworben fürs erste Gespräch, war da eben sehr überzeugt und ja, dann war das auch relativ cool. Was hat sich dann seit dem letzten Sommer so bei dir getan? Auf jeden Fall, dass ich halt sehr, sehr sicher über meine beruflichen Ziele bin, weil ich muss sagen, halt Unternehmensberatung war eben sowas, das hat mich schon immer interessiert. Aber ich hatte mich halt mit Investmentbanking, mit diesen ganzen anderen Sachen halt noch nicht beschäftigt und das hatte ich halt auch immer im Hinterkopf, was dann einfach so ein Punkt ist, dann auch, wie ich da hinkomme oder Exit-Optionen an der Stelle, solche, wo sich einfach niemand so viel Zeit nehmen kann, der in dieser Branche arbeitet, der Arbeitsalltag. Um das einem so genau und so spezifisch zu erklären, man wirklich so ein Bild davon hat, was man da später macht und nicht, ja, man bearbeitet ein paar Consulting-Projekte. Man macht ja Consulting, ne? Man berät halt ein Unternehmen. Ja, genau. Wow. So halt. Okay, also durch das Fastlane-Programm ist jetzt halt wirklich klar geworden, okay, das und das werde ich später beruflich machen können. Ja. Und auch so, okay, wie kann ich es schaffen, dorthin zu kommen? Ja, zum Beispiel so Punkte wie Firmennamen, die einfach in der normalen Bevölkerung halt nicht ganz so präsent sind, sowas eben. Dann aber trotzdem auf dem CV halt bei einem Personaler einer Unternehmensberatung, der die natürlich kennt, sowas zum Beispiel. Ja, und das hätte ja extrem viel Research einfach gekostet, sowas sich dann anzusehen. Und wenn man da halt so viele Engagements macht, einfach diese Zeit dafür nicht hat, muss man halt auch sagen. Wie sehen denn jetzt so bei dir die nächsten Schritte aus? Also du hast jetzt quasi einen Punkt, das gerade auch schon mal angesprochen, Frankfurt School. Ja, also ab September studiere ich dann Business Administration an der Frankfurt School auf Englisch.
Dann werde ich jetzt wahrscheinlich nächstes Semester bei X-Culture Senior Coach sein, also Coach von den Coaches sozusagen, wenn man so will. Mhm. Dann mein Abitur natürlich. Ja, ein Praktikum wollte ich jetzt eigentlich noch vor dem Studium machen, aber dann, das ist halt ein bisschen schwierig, weil da extrem viele Unternehmen einfach schon von vornherein sagen, nee, sie stellen derzeit eben nicht ein. Und das ist ja auch dann was damit zu tun hat, zum Beispiel, wann ich dann nach Frankfurt ziehen würde, ob ich jetzt ein Praktikum mache oder nicht. Und das dann eigentlich ein bisschen schwierig wird auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, lass uns mal ein bisschen tiefer in die Thematik Abitur und so weiter eingehen, ne, nachdem wir jetzt so ein bisschen so die Motivation angesprochen hatten. Du hast jetzt gerade zum Beispiel X-Culture angesprochen. Du hast vorhin die Julis beispielsweise angesprochen. Welches von deinen Engagements würdest du am ehesten sozusagen weiterempfehlen? Was ist etwas, wo du sagst, hey Leute, schaut euch mal das an, schaut euch mal das an, schaut euch mal das an. Das lässt sich auch sehr gut irgendwie mit dem Abi verbinden beispielsweise. Also ich finde, das muss man ein bisschen differenzieren zwischen inhaltlichen Learnings, dann so Persönlichkeitsentwicklung und vielleicht auch, wie es auf dem Lebenslauf aussieht. Und da würde ich sagen, X-Culture auf jeden Fall, weil man da erstmal eine Theoriephase zum Beispiel hat und da halt nun mal diese inhaltlichen Sachen zu International Business zum Beispiel lernt, was vielleicht dann auch so ein bisschen Richtung Studium geht, weil man sich das selber dann aneignen muss und Tests darüber schreiben muss. Dann, weil man mit ganz verschiedenen Leuten zusammenarbeitet, da halt irgendwie das einem auch wirklich einen ganz anderen Blick auf die eigene Lebenswelt gibt. Und man natürlich schauen kann, ist Consulting was für mich? International zu arbeiten in Global Virtual Teams und solche Dinge eben, das ist halt einfach super interessant und man kann halt immer irgendwelche Anekdoten erzählen und hat da immer interessante Geschichten von auf jeden Fall. Okay. Und vom Zeitaufwand ist das Coaching-Programm dann auch wirklich so gemacht eigentlich, wenn man dann erstmal ein Semester das gemacht hat und gut eben auch ist, dass man da ein bisschen entscheiden kann, wie viel Zeit man da rein investiert. Also klar hat man dann da zwei Teams und muss eine gewisse Anzahl an Consulting-Berichten lesen, aber das ist dann, würde ich sagen, gut machbar. Und wenn man mehr machen will, dann kann man das aber theoretisch auch. Okay, und wie bist du, also allgemein würde mich so ein bisschen interessieren, wie so bei dir, da hatten wir vorhin auch schon ein bisschen vor dem Video drüber gesprochen, wie so ein bisschen die Entstehungsgeschichte von diesen Engagements war. Ne? Also ihr müsst wissen, wo ich dann zum ersten Mal, glaube ich, im Discord deinen Lebenslauf gesehen habe. Der war schon über zwei Seiten. Ja, und das war wirklich, inzwischen, wir haben es auf eine Seite runtergebrochen, aber das hat echt auch ein bisschen wehgetan. Und es war echt nicht mit unnötigen Sachen voll, sondern es war wirklich legit zwei Seiten, weil so viele Projekte und so weiter da drin waren. Ich möchte dich jetzt auch hier gar nicht dazu bringen, dass du wirklich alles aufzählst. Ne? Ja. Aber es waren immens viele Sachen drin. Wie hat sich das so bei dir entwickelt, dass du diese ganzen Projekte, ne, du warst bei Startup-Teams beispielsweise, hättest du jetzt was machen können, du hättest auf irgendwelche anderen Projekte gehen können. Wie hat sich das bei dir so entwickelt? Ne, wann war da so zum ersten Mal der Stein sozusagen, der das Ganze ins Rollen gebracht hat? Also erstmal, als ich dann zu den Julis gekommen bin, würde ich sagen, weil da viele Studenten eben waren, die auch sehr, sehr engagiert und gebildet sind auf jeden Fall. Mhm. Und dann auch ein sehr guter Freund von mir, mit dem ich halt seit der 9. Klasse ganz gut befreundet bin, weil der eben immer so war, er war selber jetzt nicht ganz so besonders gut im Abi, aber vielleicht dann auch genau mir immer gesagt hat, ja, so mach was draus, weil ich ärgere mich jetzt total wegen meiner 3.0. Und da halt auch sehr BWL interessiert ist. Da hatte ich eben angefangen, Bücher darüber zu lesen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich war in der Buchhandlung und fand das Buch halt ansprechend aus, habe das dann eben gelesen und dann fand ich das super interessant alles. Bin dann aber auch so, dass ich immer gerne Sachen ausprobiere. Und da ich ja dann diese Nebenjobs hatte, hatte ich halt die Freiheit zu sagen, gut, investiere ich halt 1.200 Euro eben in ein Unternehmen. Und habe daraus auch wirklich viele Learnings gezogen, die ich dann, glaube ich, auch bei Startup-Teams halt wirklich umgesetzt habe, dann in den Businessplan. Und deshalb dann da auch bis jetzt zumindest relativ erfolgreich. Also wirklich ist so BWL bei dir so der ausschlaggebende Grund gewesen, dass du da in diesen Bereichen so Gas gegeben hast? Ja, also ich wollte eben erst nach England an Elite-Unis. Und da bräuchte man ja einen 1-2er-Schnitt. Das war dann so Anfang der 11. eben der Punkt, aber ja, dann mit dem Brexit habe ich halt schon so ein bisschen realisiert, dass das mir einfach ein bisschen zu unsicher ist und halt 40.000 Euro oder Pounds Studien- und Wohngebühren, das ist halt also schwierig zu bezahlen. Also das selbst mit einem Kredit oder irgendwas. Und
Ob es dann, ich sage mal, vom Preis-Leistungs-Verhältnis nicht ein bisschen sinnvoller ist, halt an einer guten Uni auf Englisch in Deutschland zu studieren und dann für den Master zum Beispiel sowas zu machen. Und dann geht das ja auch nur 1 bis 2 Jahre, wodurch das einfach dann sich günstiger gestaltet. Jetzt hattest du gerade auch schon das Thema Noten im Abi angesprochen. Lass uns vielleicht mal ein bisschen darüber sprechen. So, ich meine, wir wissen jetzt nicht, ob es 0,9 oder 1,0 wird. Auf jeden Fall wird es ein extrem gutes Abitur. Was ich ja immer betone, so ne, im Abitur Gas zu geben, du wirst es dir so später danken. Weil du kannst das Studium fast schon schleifen lassen. Es wird so eine kleine Rolle spielen, ob du jetzt ein 1,0er, natürlich nochmal ein 1,0er Bachelor, ist eine krasse Hausnummer, aber ob du jetzt 1,3 oder 1,5 machst, so, da wird kein Haar nachkrähen. Aber weil du halt einfach dieses krass gute Abitur hast. Wie bist denn du vorgegangen? Weil ich meine, du kannst halt unmöglich wirklich nur für die Schule was gemacht haben, weil du Nebenjobs gemacht hast, weil du so viele andere Projekte gleichzeitig gemacht hast. Also was würdest du sagen, was hast du anders gemacht als Leute, die irgendwie ein normal gutes Abitur zwischen, sage ich mal, 1,6 bis 2,5 oder so machen? Also ich würde sagen, da sind so die Punkte Strukturierung, Zeitplanung und ich sag mal richtiges Lernen in dem Sinne oder Fokus, weil... Also erstmal zur Strukturierung oder richtigem Lernen, einfach sich Lernpläne machen, damit man weiß, was man, ich sage jetzt mal, vor sich hat. Da dann auch so Sachen drauf zu gucken, wie gestaltet der Lehrer eigentlich die Klausuren? Das ist ja wirklich immer unterschiedlich. Nimmt er viele abiturähnliche Aufgaben, viele, die seinem Unterricht ähneln oder dann in Mathe zum Beispiel immer im hilfsmittelfreien Teil eine Herleitung, also ein gewisser Aufgabentyp. Und dann eben zu gucken, gut, was finde ich da für schwierige Aufgaben im Internet oder in irgendwelchen Büchern, die man relativ preisgünstig erhalten kann. Und habe dann zum Beispiel geguckt, dass ich diese Aufgaben so lange durchrechne, bis ich sie verstanden habe. Und da kann einem der Lehrer, weil wir im Abitur sind, eigentlich dann nichts mehr an der Stelle. Also das genauso dann halt auch in Gesellschafts- oder Wissenschaften oder Sprachen halt dann wirklich Analysen zu üben. Weil klar, den Stoff, den Theorien muss man können, aber die meisten Punkte bringt die Analyse. Und da gibt es halt für Sozialwissenschaften zum Beispiel Lehrer, die dann Klausuren von sich hochladen mit Erwartungshorizont. Klar passt das nicht immer hundertprozentig, aber man kann da schon viel rausholen. Und selbst wenn es ein Zeitungsartikel ist, den man analysiert und da keine Lösung zu hat, man hat sich mit sowas beschäftigt. Mhm. Also. Okay, und würdest du sagen, irgendwie, du hast manchmal so das Gefühl, dass du übertreibst? Also sag ich mal, dass du irgendwie so, wenn du links und rechts guckst, so, oder vielleicht auch mal Kommentare hörst, von wegen, ja, schalt doch mal einen Gang runter. Also bei den meisten, mit denen rede ich da gar nicht so drüber, weil ich halt, ich meine, wenn mich niemand danach fragt, wieso soll ich denen dann von meinen guten Noten erzählen oder von irgendwelchen Engagements, die ich mache, das ist ja einfach unnötig. Mhm. Und dann aber von meinen Eltern ab und zu mal so schon so. Also gerade so Anfang der 11., wo ich dann viel für die Schule gemacht habe und die ganzen Engagements und die, man auch vielleicht so ein bisschen, auch von Lehrern zum Beispiel, habe ich so Sprüche gekriegt, dass ich so aufpassen soll, dass ich das wirklich das ganze Abitur so durchhalte und so. Aber dann haben meine Eltern zum Beispiel auch gemerkt, so ja, dass ich das halt kann, dass ich das vielleicht auch einfach brauche, muss ich halt zugeben, so viel zu arbeiten oder viel zu machen, viel unter Leuten zu sein. Und dann hatte sich das eigentlich auch erledigt. Okay, und was glaubst du, woran liegt das bei vielen Abiturienten, die halt das nicht machen. Na, sag ich mal, der typische Abiturient irgendwie, der noch nicht wirklich weiß, wo soll es nach dem Abitur hingehen, was mache ich damit, der vielleicht auch so für sich selbst das Mindset hat, okay, so, wenn ich mich anstrengen würde, dann könnte ich ja sehr gute Noten schreiben, aber ich muss es gar nicht machen. So, was glaubst du, was würdest du so sagen, wenn sich da jetzt jemand vielleicht auch angesprochen fühlt von dem Bild, was ich gerade gezeichnet habe, so, was würdest du der Person so als vielleicht aus deiner Sicht so als Ratschlag so ein bisschen mit auf den Weg geben? Auf jeden Fall erstmal sich früh genug, also eigentlich schon in der 10. Oder 9. damit befassen, was man nach dem Abitur machen will. Zum Beispiel, ich sag mal, wenn es jetzt halt Medizin ist oder so, da braucht man ja auch ziemlich gute Schnitte, dass man dann wirklich ein wirkliches Ziel vor Augen hat und dann auch nicht, ja, ich will Medizin studieren, sondern man sich vielleicht die Uni schon raussucht und dann, ich sag mal, sich vorstellen kann, wie man an dieser Uni Medizin studieren ist, weil wenn man dieses Ziel wirklich so im Kopf vor Augen hat, dann ist das einfach viel, viel einfacher, das zu machen oder sich so anzustrengen und da vielleicht dann auch mal sich zu denken, ey, langsam reicht's. Aber klar hatte ich diesen Moment halt, wo ich mir dachte so, komm, es
es reicht jetzt mir wirklich, aber da muss man halt weitermachen und dann wird es sozusagen auch wieder besser, wenn man so will. Dann auch, ich weiß nicht, dass man manchmal einfach Dinge tun muss, die einem keinen Spaß machen, weil das ist halt so, wenn man zu einem höheren Ziel kommen will, vielleicht, zum Beispiel bei mir war es jetzt auch, ich möchte, wenn ich später anfange zu arbeiten, mir die Firma aussuchen können, den Ort und nicht sagen müssen, nee, das ist zu teuer da, ich kriege da keinen Job und nicht irgendeinen Job haben. Und das sind halt so Sachen, dass man da eben Ziele vor Augen hat und sich halt strukturiert, sich nicht sagt, ich kann das nicht, sondern ich habe nur falsch gelernt, dann auch, wenn eine Klausur nicht so wurde, wirklich sich einzugestehen, okay, dann muss ich nächstes Mal halt anders lernen. Das, selbst wenn der Schnitt 5-0 war, dann lag es nicht am Lehrer, sondern die Klausuren sind immer machbar mit einer guten Note. Und dann muss man sich das halt eingestehen und sagen, gut, nächstes Mal lerne ich mehr, lerne ich besser, effizienter. Das ist sehr cool. Das finde ich richtig, richtig gut, dass du dass du sowas so früh schon erkannt hast. Weil, ich sag mal, jeder erkennt das irgendwann, aber es ist extrem gut, wenn man das halt schon so Abi-Zeiten erkannt hat. Dann ist natürlich der nächste Schritt sehr gut, wenn man es irgendwie möglichst früh im Bachelor erkennt. Und halt nicht mehr so gut, wenn du es 2 Jahre im Berufseinstieg erkennst, dass du irgendwie rückblickend mit deutlich weniger Aufwand halt deutlich mehr hättest rausholen können. Ja. Ne? Vielleicht nochmal aus deiner finalen Perspektive, du hattest jetzt gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, was würdest du sagen, warum ist es schon empfehlenswert, sich so früh wie möglich mit diesem Thema Beruf, Karriere und so weiter auseinanderzusetzen? Ja, also halt, wie gesagt, wenn man sein Leben dann einfach gestalten kann, Chancen nutzt, die man halt einfach als Jugendlicher in Deutschland wirklich hat. Ich würde auch sagen, wenn man sich von den finanziellen Gegebenheiten der Eltern total, oder nicht total, aber schon ziemlich entfremden kann, weil zum Beispiel jetzt bei den Wettbewerben, bei denen ich dieses Jahr teilgenommen habe, hätte ich halt die Reisekosten komplett bezahlt bekommen, also 4 Reisen dieses Jahr sogar, jetzt nur deutschlandweit, aber zum Beispiel ein anderer Mann oder Junge, der da teilgenommen hat, der hat dann zum Beispiel wegen einem Programmierwettbewerb, einem internationalen, eine 5-Tage-Reise nach Singapur komplett bezahlt bekommen. Und das geht dann da wirklich schon, also es ist halt auf jeden Fall sehr, sehr ansprechend, dass man da halt dann im Prinzip nicht mehr von den Eltern abhängig ist. Also auch weil man halt, es steigert auch das Selbstbewusstsein, muss man halt auch echt sagen, wenn man weiß, wenn man dann mal diese Erfolge hat, man schafft Dinge, man braucht nicht unbedingt Leute, von denen man abhängig ist. Und wie gesagt, Chancen nutzen, das Leben gestalten können, auf jeden Fall. Sehr cool. Julia, ich finde, es waren sehr, sehr gute Messages, die du hier rausgebracht hast. Wir hoffen natürlich, das hat den einen oder anderen von euch noch ein bisschen mehr motiviert, da richtig Gas zu geben. Und ich freue mich wirklich, dass wir dich auf deinem weiteren Weg auch unterstützen können. Ja. Sehr, sehr cool. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben. Schreib Fragen, Kommentare, Anmerkungen gerne unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Viele Grüße.